Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg Zockt. So, wir sind in Ehrenberg und wie man sieht, die Linien funktionieren, die neuen, und die sorgen auch ordentlich für Betrieb hier am Bahnhof. Sehr schön, das heißt, die Stadt kriegt jetzt ihre Waren. Gut, jetzt, ich würde gerne natürlich noch weitere Warenlinien machen, nach Lüdersburg hier hinten und nach Köln und so weiter, das werden wir alles machen. Jetzt müssen wir aber noch schnell gucken wegen den fehlenden Autobahnstücken bzw. den Ausfahrten, die noch fehlen, und da hinten beim Besuchermagneten möchte ich natürlich auch noch kurz vorbeischauen. Und die Linie Baumstämme Köln, die transportiert unter anderem auch noch, ich muss schnell gucken, Bretter anstelle nur Baumstämme. Das werden wir gleich mal als erstes machen. Köln war hier unten, dann müsste man hier die Linie relativ zügig finden. Das war glaube ich sogar hier, wenn ich mich nicht täusche. Wo haben wir die Linien? Zack, einmal aufrufen, dann runterdüsen und dann haben wir hier Baumstämme Köln. Okay. Habe ich da tatsächlich falsche Wagen? Moment. Wenn man hier guckt. Ja, da hinten tatsächlich. Hier sind Bretter eingestellt. Das können wir folgendermaßen lösen, indem wir hier den Fahrzeugersatz schnell einrichten. Das geht, glaube ich, am einfachsten. Sonst müssen wir die Züge natürlich alle zurück ins Depot nehmen. Hier oben sehe ich sie auch. Und das möchte ich eigentlich nicht. Das muss ja nicht zwingend sein, wenn es hier definitiv schneller geht. Wir müssen mal kurz die Lokomotive finden. Jetzt geht es wahrscheinlich doch länger, weil ich eben die Lokomotive erstmal finden muss. Das wäre hier diese schöne blaue. Hilft uns das in irgendeiner Form weiter, wenn ich das weiß? Mal gucken. Welche war das denn? Irgendeine von hier unten wahrscheinlich. Hier könnte man eigentlich gucken, die BR 187 LTE. Da haben wir doch eine LTE, das ist aber nicht. Schade eigentlich. Wo ist die denn? Weiter unten, BR 187 LTE. Na, weiter unten, echt? Geht schon gut los wieder hier mit Suchen. BR 187, na, bitte melden. Es müsste einfach wirklich eine einfachere Möglichkeit geben, hier Lokomotiven zu finden mit einer Suchleiste, so wie man es bei den Linien hat. Das wäre schon auch noch sehr wünschenswert. Weil so sucht man sich natürlich einfach den Wolf. Da haben wir dich doch. Lord, ist das richtig? Jawohl. Hinzufügen. Dann Güter. Was haben wir hier für Wagen? Das sind die Rungenwagen. Okay, Rungenwagen, Rungenwagen, Rungenwagen. So, irgendwo hier oben wahrscheinlich Rungenwagen. Da haben wir Rungenwagen. Sind das die richtigen? Ist eigentlich egal. Wir nehmen einfach mal die. Ne, wir nehmen die nicht, weil die transportieren nur Bretter und wir wollten ja eben die Baumstämme haben. Baumstämme. Machen wir es doch ganz einfach. 120 km, das ist in Ordnung. Dann haben wir es nämlich richtig. So, wie lang sind die Teile? Wir schauen mal hier kurz bei den Details. 336 Meter. Okay, das ist ordentlich. Da passen ein paar Wagen hin. Ja, jetzt ist es vielleicht einer zu viel, zwei zu viel. Wir machen es mal so. Und dann machen wir hier auf ein und machen sofort ersetzen. Das heißt, wenn die an den Bahnhof ranfahren, werden die gleich mal ersetzt. Okay, gut. Das sieht man hier sogar. Das ist sogar hier eingezeichnet. Das sind die neuen, das sind die alten. Gut, danke für diesen Hinweis. Perfekt, haben wir das schon mal gemacht. Jetzt die Autobahn, wo fehlt die denn? Die fehlt unter anderem beim Güterbahnhof in Köln. Da sind wir ja eh gerade. Da ist die Autobahn noch nicht fertig, hieß es. Ich glaube, ich ahne wo. Boah, kann man so sehen. Da ist tatsächlich die Autobahn noch nicht fertig. Danke für den Hinweis. Wo können wir mit dir denn hin? Wo haben wir hier Autobahn? Wir haben hier halt in Wien selber zum Beispiel noch keine Autobahn. Wir müssen die im Prinzip, das können wir verbinden. Die Sachen, die fehlen. Moment. In Birkenhügel und Wien. Wo haben wir den Birkenhügel? Da oben. In Wien fehlt sie auch. Das heißt im Prinzip, das gehört sogar zusammen. Was ich hier in zwei Kommentaren gefunden habe. Nämlich, dass die Autobahn hier einfach aufhört und da eben nicht weiterführt. Das machen wir jetzt ganz einfach. Ich brauche meine Autobahn. Zack. Und dann machen wir hier eine Ausfahrt. Und müssen irgendwie dann darüber nach Birkenhügel. Und von hier aus geht es dann wieder in die Autobahn zurück. Da müssen wir halt schauen, was da am ehesten dann Sinn macht. Vielleicht sogar hier runter nach München. Sind wir hier denn fertig? Ne, schaut mal, hier ist nämlich auch noch nicht fertig. Aha, okay, dann können wir das hier dann zusammenschließen. Hier unten durch eine Ausfahrt und jetzt erstmal hier eine Ausfahrt. Das wird doch noch ein bisschen was zu tun geben, ganz klar, weil wir können mit der Autobahn nicht einfach überall über die Schienen rüber.
Wir wollen da ja keinen Bahnübergang, das macht keinen Sinn. Und die Frage ist, wo gehen wir lang? Ich würde schon gerne irgendwie hier, irgendwie ein bisschen den Berg entlang. Und dann vielleicht irgendwie mit einer Brücke oder einem Tunnel darüber. Ja, oder von hier aus rüber. Müssen wir dann gucken. Aber ich würde mal in diesen Bereich hier versuchen zu kommen. Und das wird jetzt interessant. Wenn wir hier nämlich schauen, wir haben eigentlich fast keinen Platz mehr. Irgendwie da mit einer Brücke rüber. Wir machen was Wagemutiges. Lasst mich mal schnell gucken, wenn ich das so hier hinhänge. Und dann mit M mal operiere, dann funktioniert das überhaupt nicht, aber das kann man natürlich entsprechend hier ein bisschen versetzen und dann passt es nämlich schon. Das würde immer noch passen, also einmal drücken mit M funktioniert schon mal. Okay, ich denke, das kann man machen, aber wir bräuchten natürlich die Autobahnbrücke, das wäre die hier. Die geht dann hier quer rüber. Da unten noch die Steinbrücke. Moment, man sieht es halt wieder nicht schön. Ich müsste es erstmal bauen. Also mir gefällt das. Ich möchte das glatt so haben. Ich finde das cool mit solchen Brücken. Zack, gekauft. Jetzt kann ich hier rausgehen. Und jetzt sehen wir nämlich auch, wie das aussieht. Hier unten speziell mit den Schienen. Cool hier mit der Steinbrücke, die unter der Autobahnbrücke lang führt. Ja, wagemutig, aber cool. Für eine Autobahn passt das definitiv. Gut, dann sind wir hier hinten. Jetzt werden wir hier entsprechend weiter düsen. Jetzt haben wir hier aber wieder eine Straße. Und da noch Eisenbahn. Vielleicht hier mal in den Tunnel rein. Gehen wir ein bisschen runter. So, nehme ich das mit. Das reicht tatsächlich noch nicht. Wir gehen ein bisschen weiter runter. Und dass wir hier dann wieder rauskämen. So, und hier oben durchdüsen. Und jetzt müssen wir natürlich noch daran denken, dass wir noch eine Ausfahrt brauchen. Für Wien. Da bräuchte man fast zwei, wenn man es genau nimmt. Eine würde ich sagen hier. Wobei man kann ja... Nee, kann man nicht. Hier haben wir keine Ausfahrt beim Flughafen. Das lassen wir auch so. Aber ich möchte tatsächlich hier eine Ausfahrt haben und irgendwo da hinten eine. Das heißt, wir werden hier mal kurz das Teil kappen und dann mal schnell gucken, wo wir hier unsere Kreuze haben. Moment, da sind sie doch schon. Und das ist eh gleich das, was ich möchte. Stadt, genau. Straßenanschluss. Ja, ist kein Dreieck. Machen wir dich mal so oder machen dich klein? Nein, wir machen dich so. Mittel. Mittel klingt gut. So, irgendwie so hier rein. Terrain-Gleichung nicht möglich. Okay. Werden wir gleich anders machen. Ich möchte halt da, wie gesagt, in den Tunnel rein. Da muss ich dann noch gucken, wie ich das am besten hinkriege. Wenn ich dich ganz drehe, passt du dann hier ran? Oder hier rein? Oder... wie man das auch immer sagen will. Nein, passt immer noch nicht. Ich muss das tatsächlich so machen. Und das könnte ein Problem geben. Zumal wir da vorne, wie gesagt, eigentlich ganz gerne noch in Tunnel reinkämen. Ich baue es mal. Ich baue es mal. Guck mal, sonst müssen wir uns vom Gedanken vielleicht sogar verabschieden, dass wir hier eine Ausfahrt haben. Ist auch nicht so dramatisch. Dann gibt es einfach eine Ausfahrt. Ja, das war ja... Oh, ja, okay. Das ist eigentlich klar, dass das nicht funktioniert. Aber das können wir natürlich dahingehend lösen, dass wir hier nochmal ein Stück Brücke kappen. Jetzt haben wir hier eine Brückenpfeiler-Kollision. Deswegen müssen wir es so machen. So, hier rüber und da rein. Weil so funktioniert es dann natürlich. Okay, gebonkt. Das hätten wir schon mal. Die Anschlüsse machen wir gleich. Aber ich fürchte, jetzt wird es hier ein Problem geben, dass wir in die Erde reinkommen. Müssen wir denn hier unbedingt einen Tunnel haben? Wir kriegen die Höhe nicht hin. Also ich kann hier, wenn ich das so nehme und jetzt mit M raufgehe... Ah, doch, es würde auch funktionieren. Dann haben wir aber so einen komischen Hugel. Der mag mir nicht so gefallen. Dann würde ich ein bisschen weiterziehen und ein bisschen flacher machen. Nee, das geht nicht. Okay, dann machen wir es anders. Dann wird die Straße halt gekappt. Dann kommt zuerst die Autobahn. Und dann kommt die Straße. Also, wir machen mal die Autobahn hier lang. Das wäre bis hierhin mal okay. Dann müssen wir eigentlich gar nicht unter die Erde. Weil dann könnten wir doch hier oben hin. Und hier oben... über die Portale hinweg düsen. Ja, machen wir mal da der Linie folgend. Okay, gekauft. Jetzt möchtet ihr natürlich eine Straße zurückhaben. Mal gucken, welche hier... Nein, am ehesten passt. Wir düsen mal zurück, 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 zurück. Ja, da haben wir sie schon. So, und jetzt machen wir hier einfach eine Brücke rüber. Wenn es funktioniert. Jawohl, funktioniert. Vielleicht sogar mal wieder die grüne. Wie sieht das aus? Das ist irgendwie ein bisschen, wie soll ich sagen, unschön. Ein bisschen unschön, genau. So, machen wir es so.
Gehen da rein. Gucken mal, ob das eine schönere Brücke gibt. Ja, irgendwie ist die so komisch langgezogen. Das funktioniert hier sowieso nicht, sehe ich gerade. Da geht's. Da haben wir eine Stelle. Zack, Moment. Wo es funktioniert. Ja, kann man machen. Ist halt ein bisschen steil, aber in Ordnung. Ich denke, das passt schon. Wenn wir hier mal rausgehen und so gucken. Hat doch was. Da ist eine fette Brücke. Hier ist eine Ausfahrt. Und jetzt müssen wir natürlich diese Straßen noch verbinden. Mal gucken, ob wir hier reinkommen. Jawohl, das kommen wir. Ist auch relativ steil, das Ganze. Und wo wollen wir mit der Straße hin? Ich würde sagen, warum nicht hier rein? Moment, mit einer Kurve da rein. Wenn es denn klappt. Jawohl, das klappt auch. Gut, ich nehme gleich mal Kollege Wischmopp. Damit wir hier ein bisschen korrigieren können. So, alles was unschön ist, kommt bitte weg. Und jetzt werden wir uns das hier nochmal kurz betrachten und ansehen. So, interessante Strecke. Hier einmal rüberhüpfen, dann geht es hier in eine Kuhle rein. Und dann geht es hier wieder rauf. Das könnte man eigentlich, glaube ich, auch noch kurz ändern. Dass wir die Brücke irgendwie hier nochmal ein Stückchen weiter ziehen. Sieht dann vielleicht besser aus. Mal schauen, was das Spiel draus macht. Ja, jetzt wird aufgeschüttet. Dann haben wir hier diesen Hügel. Gefällt mir eigentlich auch nicht, wenn wir von hier kommen. Ja, ist schöner, ist weniger geschwungen. So, es hat ein bisschen mehr aufgeschüttet worden. Das ist doch nett. Ist ein Detail, ganz klar. Aber nicht unwichtig, finde ich. Schranken haben wir. Das ist auch in Ordnung. Wischmob ist auch okay. Ich würde sagen, wir düsen mal weiter. So, Autobahn, Autobahn. Wo haben wir dich? Da bist du, ja. Na, jetzt mal hier rüber düsen und hier eine Kurve machen. Ja, das wäre in Ordnung. Gekauft. Dann hier gerne irgendwie halbwegs dem Gleis folgen. Plus minus so. Und jetzt müssen wir schon bald gucken wegen der nächsten Ausfahrt. Die würde ich irgendwo hier vorne dann machen. Zum Beispiel hier unten passt hier so eine Ausfahrt hin, dass wir dann mit einer Kurve irgendwie auf eine Brücke kommen. Und dann gibt es halt eine riesen Brücke hier rüber. Wir kommen da anders nicht rüber. Und wir müssen da oben nach Birkenhügel kommen. Von daher haben wir gar keine andere Wahl. Ich ziehe das mal ein bisschen zurück, damit wir die Möglichkeit haben, hier je nachdem noch das Kreuz hinzumachen. Guck aber erstmal, ob das... Ach, das passt doch perfekt hier hin. Schaut mal. Na, das ist doch cool, weil hier ist so eine schöne grüne leere Fläche. Das schreit ja im Prinzip fast danach, dass wir hier noch was haben. Ich drehe das mal noch ein bisschen. Und dann gucken, dass wir da irgendwie da vorne oder hier auf eine Brücke kommen. Vielleicht sogar über diese Werft hinweg. Also diese Dinger da vorne. Baus mal. Dann haben wir einen Anhaltspunkt, wo wir mit der Autobahn hinwollen. Das wird jetzt auch nicht gerade ohne. Das wäre am einfachsten mit einem Tunnel, ganz klar. Hier ist sowieso noch was im Weg. Das heißt, wir gucken mal, wenn wir hier schon unter die Erde gehen. Und das hier runterziehen. Was passiert dann? Dann passiert Folgendes. Das funktioniert nicht. Wenn ich noch ein bisschen runtergehe, dann funktioniert es. Aha. Okay, nochmal kontrollieren. Gerne dieses Portal hier. Einmal unter den Gleisen durch und hier rein. Das ist doch perfekt. Nehmen wir glaub mal. Sehr schön. Cool, wie einfach das eigentlich geht. Weil jetzt wird es natürlich ein bisschen schwieriger. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier Höhe gewinnen können, vernünftig. Ja, auf eine Brücke kommen wir. Oh, das würde sogar klappen wahrscheinlich. Aber ja, ist mir klar. Das kann nicht das sein, was wir wollen. Moment. Ich versuche es mal mit M. Jawohl, und schon geht's nämlich. Autobahn, bitteschön. So, jetzt werden wir aber noch kurz prüfen, ob das auch von der Optik her Sinn macht. Also die Schiffe kommen immer noch durch. Das klappt. Wo landen denn jetzt unsere Pfeiler? Da müssen wir ein bisschen aufpassen, weil wenn die Teile hier keine Kollisionsabfrage haben, dann werden die Pfeiler einfach mitten in die Schiffe reingesetzt. Und das ist nicht ganz einfach zu sehen. Aber ich glaube, es ist tatsächlich so, wenn man hier guckt. Aber da könnten wir hier dieses Teil einfach auch löschen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Die haben wir dann noch und das andere Teil wird gelöscht. Wäre, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Vielleicht noch ein bisschen mehr in die Richtung. Wo müssen wir denn hin? Nach da. Sprich zum Beispiel hier rauf und darüber. Okay, sollen wir es mal bauen? Wie sieht die denn eigentlich so aus? Die sieht irgendwie aus, als wäre sie ein bisschen in die Höhe gebaut. Moment. So wird es gehen. Das möchte ich aber nicht. Ich möchte das Ganze
Wenn es hier andockt, dann funktioniert es. Aber das soll hier natürlich nicht andocken. Das ist natürlich auch klar. Im Prinzip müssen wir hier eh nochmal rüber. Von daher, ja, wir müssen hier ein bisschen Höhe gewinnen. Aber so ist es eine Brücke, die geht halt rauf und hier wieder runter. Und das gefällt mir nicht. Ich versuche das mal nochmal anders. Wir haben ja gesehen, es klappt eigentlich. Eieiei, nicht hier so Sachen machen. Da stürzt uns das Spiel dann gleich mal wieder ab. So, wenn wir hier hingehen und runter gehen ein bisschen. Nein, das geht nicht. Beziehungsweise im Moment, wir gehen runter und versuchen das nochmal mit M. Und dann klappt es nämlich schon wieder. Wir schnappen uns Kollege Autobahn. Das wäre eigentlich fast besser, denke ich. Dann ist sie nicht ganz so hoch. Ja, das gefällt mir eigentlich relativ gut. Die Frage ist eben da hinten. Wir bauen es mal. Abreißen können wir es jederzeit wieder. Jetzt haben wir hier noch Bäume drin. Die werde ich, glaube ich, nicht wegkriegen, weil die Bäume sind von der Straße, wenn ich mich nicht täusche. Ja, was wir machen können, ist natürlich, dass wir hier einfach die Straße ändern. So, dann haben wir hier eben keine Bäume, sondern einfach eine normale Straße. Wenn ich dich hier erwische. So, irgendwie so hier unten durch und da rein. Möchte gerade nicht klappen. Wir machen das ein bisschen anders. Moment. Du gehst mal hier lang. Wenn es irgendwie geht, hier unten durch. Ja, wir gehen nochmal ein Stückchen weiter. Ja, ich krieg da die Kurve nicht hin, wenn man es so, dass wir hier unten durchgehen. Okay, jetzt eine Kurve da rein. Beziehungsweise, lasst uns das nochmal kappen, sonst ist mir das zu kurvig, das Ganze. Zack, so. Und jetzt mit so einer Kurve, so, jetzt macht das Ganze irgendwie mehr Sinn. Und hier geht es einfach da rein. Und dann werden wir, zack, das hier kappen. Das brauchen wir nicht mehr. Aber Kollege Wischmopp brauchen wir nochmal kurz. So, und schon ist das wieder korrigiert. Und jetzt müssen wir da hinten natürlich noch schnell gucken. Ah, wenn hier dann Fahrzeuge fahren, das ist schon nicht schlecht. So, jetzt haben wir hier genau den Effekt, dass das Teil halt eben hier im Weg ist. Deswegen Bagger nehmen und das Richtige abreißen. Okay, und schon, ja, steht das eigentlich relativ frei. Hier der Fußgängerweg, das passt auch. Oder Radweg ist es, glaube ich, sogar. In Ordnung. Cool. Da hat Wien eigentlich nochmal ein neues Markenzeichen. Nochmal ein neues Sightseeing-Ding. Okay, wir brauchen noch einen Anschluss an die Stadt. Das müsste hier relativ einfach gehen. Das tut es auch. Ja, und hier ist auch nicht wirklich... okay, das war jetzt eine einfachere Übung. Konnte ich nicht ahnen, dass da wirklich genau die Straßen schon dermaßen perfekt stehen. Umso besser. So, wir haben es hier oben mit der Einfahrt. Kann man, glaube ich, so lassen. Ein bisschen mache ich hier noch. Ich weiß, da sagt er, kann man so lassen, dann macht er trotzdem was. Ja, das ist halt, wenn man das Zeiger in der Hand hat, möchte man das natürlich auch ausnutzen. So, wir machen eine kleine Sicherheitsspeicherung, weil eben mit Straßen basteln, Tunnel und so weiter, das kann böse Folgen haben, das wissen wir. So, nach Birkenhügel. Ja, hier irgendwie, ich muss mal gucken, wie geht's am besten. Ich schnapp mir mal Kollege Autobahn. Und dann schauen wir mal, ob wir da unten durchgehen oder oben drüber. Weil es wäre schon irgendwie nett, wenn wir hier reinkämen. Auf der anderen Seite, da müssen wir hier wieder raus. Aber irgendwie müssen wir auch in die Nähe von der Stadt kommen. Sonst macht irgendwie die Autobahnausfahrt nicht viel Sinn. Wobei, das stimmt eben genau nicht. Weil nicht jede Stadt hat unmittelbar, ja, da wo die Stadt ist, die Autobahnausfahrt. Sondern es gibt natürlich auch Autobahnen, die fahren zum Beispiel hier unten durch. Dann ist sie halt die Ausfahrt. Und wer dann in die Stadt muss, muss halt noch ein bisschen Landstraße fahren. Also das wäre auch nicht so falsch. Wir müssen am Schluss hier unten rein. Das werden wir schaffen. Wenn wir zum Beispiel hier lang kommen, da unten durchdüsen. Also müssen wir in diesen Bereich oder in diesem können wir auch. Da kommen wir auch noch mit einer Brücke rüber. Das ist kein Ding. Aber dann müssen wir es tatsächlich so machen, dass wir hier eine Kurve machen. Wir gehen jetzt hier nicht am Gleis vorbei, sondern gehen hier ans Gleis ran. So, nehmen das mit und folgen hier, soweit es geht, parallel den Gleisen. Ja, wieder einmal von krumm nach schief. So, irgendwie so. Und jetzt müssen wir aufpassen. Da ist natürlich ein Portal. Da müssen wir wahrscheinlich ein bisschen Höhe bekommen. Oder müssen wir sogar eine Kurve machen. Wir wollten hier hin oder dahin. Oder idealerweise sogar hier hin. Mit einer Brücke zum Beispiel nochmal. Dann ist das aber eine Brücke hier quer rüber. Eigentlich fände ich es cooler hier unten durch. Da haben wir einfach das Problem, dass wir hier natürlich noch eine Straße haben. Und ich möchte die Brücke hier eigentlich erhalten. Fände ich schade, wenn die weg wäre. Da kommt eh gerade ein Zug.
Können wir mal gucken. Das sieht nämlich einfach nett aus, wenn der hier aus dem Tunnel rauskommt und hier unter der Brücke durchdüst. Das ist doch einfach schön. Das ist eigentlich eh sowieso unser 1 Kilometer langer Personenzug. Genau. Der, ja, da könnte man jetzt eine Weile stehen bleiben und zugucken. Was würde hier denn optisch am besten aussehen mit der Autobahn? Wahrscheinlich sogar hier rüber und hier mit einem Tunnel. Wisst ihr was, wir machen das so. Das ist eigentlich die naheliegendste Möglichkeit. Sprich hier runter. Mach dann halt ein bisschen eine Kurve. So, jetzt müssen wir hier eine Brücke haben. Das können wir eigentlich auch mit M&N machen. Lass mich mal schnell schauen. So, haben wir mal hier mal ebenerdig und dann mal M. Autobahn. Das ist doch eigentlich in Ordnung. Dann geht das hier rüber. Zack. Und jetzt mit einer Kurve gerne hier unten durch. Und das machen wir mit N. Und schon funktioniert das nämlich auch. Dann haben wir hier das Portal. Okay. Vielleicht sogar noch ein bisschen eher in die Richtung. Müssen wir noch mal kurz mit N arbeiten. Ja, funktioniert auch. Dann sind wir hier. Mal hier eine Kurve machen. Müssten wir... Wo ist denn unsere Autobahn? Moment, Moment, Moment. Wo ist sie denn? Jetzt sehe ich die Autobahn nicht. Da oben. Okay, da würden wir uns keinen Gefallen tun. Also wir müssen hier auch noch durch. Und da wäre eigentlich fast eine Brücke wieder cooler, wenn man hier nochmal eine fette Autobahnbrücke hat. Wir bauen es mal gerne wieder mit diesem Portal hier. Okay, hier rein. Das ist doch eh cool hier mit der Brücke und dann hier ins Tunnel. Doch, das gefällt mir jetzt schon. Gehen wir hier rüber. Und dann müssen wir, wie gesagt, ungefähr hier hin. Jawohl, da haben wir die Brücke auch schon wieder. Freihaus. Okay, passt. Habe ich hier die richtige? Jawohl. Geht das hier so rüber, über die Eisenbahn. Ist auch in Ordnung. Hier geht es noch über die Straße rüber und dann passt das. Vielleicht noch ein bisschen mit einer Kurve, damit wir da gleich mal unten durchkommen. Jetzt schauen wir uns das nochmal an. Wenn man hier so von der Brücke kommt, geht das hier ins Tunnel rein. Hier außen rum. Und hier wieder geschwungen. Über die Gleise rüber. Passt. Okay, gleich haben wir es. Das war jetzt nicht mal so eine Riesenübung. Ich dachte, da hätten wir jetzt tatsächlich wahrscheinlich ein, zwei Folgen dran zu knabbern, beziehungsweise dran zu arbeiten. Hallo ICE. Hallo ICEs. Ich muss mich korrigieren. Sind gleich zwei. So, jetzt haben wir hier noch das Gleis. Ja, wahrscheinlich von der Spanisch-Brötli-Bahn. Kann das sein? Ja, geht da rauf? Ich weiß es gar nicht. Ist auch egal. Auf alle Fälle, wir bauen eine Autobahn. Das heißt... Da müssen wir wieder oben drüber oder unten durch. Ich würde hier nochmal zu einer Brücke ansetzen. So, hier raufgehen. Ich werde gleich mal gucken. Das wird wieder genau so eine Abschussrampe werden. Hm, wenn wir jetzt mit M was machen, genau, dann funktioniert es nämlich. Hier mit der Kurve. Die richtige Autobahn, bitteschön. Das wäre die. Dann folgt die eigentlich so zumindest ein bisschen da dem Gleis. Und jetzt könnte man ja mal gucken, ob wir das anders machen, weil wir sind ja eh gleich im Ziel. Also das würde bis hier hingehen, auf die Brücke rauf. Aufgeschüttet. Naja, jetzt müssen wir doch aber irgendwo hier unten noch Dämme haben. Aha, nee, das ist dann irgendwie frei fliegend. Ich dachte, wir hätten irgendwie noch Dämme. Ich weiß noch nicht, wo die sind. Also Dämme für Straßen. Sind die vielleicht hier hinten? Lass mich mal schnell gucken. Die Zeit haben wir. Das sind die Zäune und so weiter. Die suche ich nicht. Da haben wir noch mal ein paar Straßen. Ja, das sieht nicht danach aus, als wären die hier. Ich weiß es leider nicht, wo die sind. Von daher, ja, müssen wir das bleiben lassen. Jetzt ist halt die Frage, ob das aufgeschüttet irgendwie nach was aussieht oder nicht. Werden wir gleich gucken. Weil ich hier wieder bei der Autobahn bin, sonst muss ich einfach nachher suchen. Das könnte ja auch nicht sein. So, gleich müsste kommen. Da ist sie. Also, dich so aufgeschüttet. Dann hätten wir hier Eisenbahn, Eisenbahn und hier die Autobahn ein bisschen erhöht. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Wir bauen es mal. Wir bauen es mal. Zur Not können wir es wieder abreißen, wie gesagt. Wir können natürlich auch hier solche Aufschüttungen wieder klein kriegen, indem wir den Wischmob benutzen. Das funktioniert eigentlich alles. So. Wie sieht das aus? Man müsste noch richtig gucken. Ja, ist eigentlich auch in Ordnung. Kaufen wir auch gleich mal. Und jetzt geht es hier wieder runter. Da hinten rein. Und jetzt ist die Frage, ob wir das nochmal aufschütten. Wäre dann so. Gefällt mir eigentlich fast besser.
Das finde ich definitiv cooler, wie wenn hier die Brücke irgendwie so einen komischen Schnabel macht. Ja, nehmen wir. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, dann können wir jetzt aber ausrufen. Hurra, wir haben die Autobahn fertig. Oder habe ich jetzt noch was vergessen? Falls ja, bitte gerne wieder in die Kommentare damit. Dann bauen wir das natürlich auch noch nach. Hier haben wir jetzt die Autobahn, die geht hier runter. Die geht, glaube ich, ja, nee, die geht nach hier hinten. Genau, hier geht sie raus. Geht dann da runter. Hier ist dieses große Autobahnkreuz. Das führt hier rauf und da Richtung Stuttgart rüber. Und hier haben wir sogar ein bisschen Verkehr. Und das bringt mich dazu, hier hinten mal wieder zu gucken. Genau, das wollte ich doch schon lange mal. Haben wir denn jetzt hier ein bisschen Autos? Ja. Nicht übertrieben viele, aber wir haben welche. Okay. Wenn wir hier unten gucken, wie sieht das hier aus? Das ist, ja, doch, doch, da haben wir auch Privatverkehr. Das ist jetzt noch nicht das, was ich eigentlich möchte. An Menge. Ein bisschen mehr dürfen es tatsächlich sein. Oh, hier ist besser. Okay, das ist doch in Ordnung. Genauso wollte ich das, dass wirklich einfach kontinuierlich immer Fahrzeuge verkehren. Gut, wisst ihr was, dann machen wir das doch gleich mal, dass wir hier nochmal den Besuchermagneten installieren. Der war hier. Bei dem Reiter, hier ganz unten, glaube ich. Ne, nicht ganz unten, sondern hier beim Werkzeug. Welchen haben wir denn jetzt da verwendet? Ich glaube, den hier. Dann machen wir hier 75 und machen... Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich hier eingestellt habe. Deswegen gucke ich nochmal schnell. Das Problem ist, wir haben hier zwei. Ich weiß nicht, welcher wirklich richtig arbeitet. Wo bist du? Wir haben einerseits dich... Und dann haben wir doch irgendwo hier vorne nochmal einen hingestellt. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo das war. Ist ja egal, wisst ihr was? Wir machen hier mal nochmal einen hin. So. Wenn wir nicht schon einen haben. Wobei, ja doch, hier haben wir aber auch Privatverkehr. So ist es nicht. Es ist mir aber tatsächlich zu wenig. Das muss ich glatt nochmal sagen. Wir werden jetzt mal hier testweise klotzen. Wir machen mal die 75. Machen Industrie. Und setzen den zack hier hin. Folgen hier der Autobahn. Hier können sie wieder abfahren. Das heißt, hier kommt nochmal so ein Teil hin. So, in die Gegenrichtung. Das gleiche ebenso. Das wäre dann von hier nach hier vorne. Und hier bräuchten wir dann einen in die Richtung. So, sollen wir das mal so lassen. Da fahren zwar eh schon welche, das dürfen aber auch gerne noch ein paar mehr werden. Dann haben wir hier noch einen. So, und jetzt werden wir das Ganze zuerst beobachten, bevor wir weitersetzen. Weil jetzt haben wir ordentlich Besuchermagnete gesetzt. Jetzt müssen wir dem Ganzen Zeit geben und gucken, wie das dann später aussehen wird. Also im Moment gefällt es mir hier eh schon relativ gut. Das sieht doch klasse aus hier mit den LKWs und den Bussen und dahinter der Privatverkehr. Ja, genauso möchte ich das eben überall haben. Deswegen haben wir diese Autobahn gebaut, damit wir eben genau diesen Effekt haben. Ja, hier auch Bus, dahinter Privatfahrzeuge. Da sind die Züge unterwegs, ICE Hybrid. Wunderbar, gut. Okay, wir behalten das im Auge. Wir können jetzt nicht viel mehr machen. Das bringt nichts, wenn ich jetzt überall die Besuchermagnete setze und dann explodiert uns alles und wir haben wieder keine Performance mehr. Das habe ich ja mal erklärt. Deswegen gehen wir zurück zu unserer Warenproduktion. Jetzt haben wir wieder Autos gemacht, jetzt ist wieder Zeit für Züge. Allora. Wobei, wenn ich auf die Uhr gucke, ja doch, ein bisschen hätten wir noch. Wir hätten gerne Waren, natürlich auch in Lüdersburg. Wenn wir jetzt hier gucken, wir haben eigentlich relativ nah ja, den Güterbahnhof. Jetzt ist einfach die Frage, ob wir das nicht vielleicht sogar doch noch eher mit Autos machen. Dann hätten wir hier noch ein bisschen mehr Verkehr. Die würden dann... Ja, wo müssen die überhaupt hin mit Waren? Ja, zu den Einkaufsmöglichkeiten, das wollte ich gar nicht, sondern ich wollte hier gucken, nach hier hinten. Okay, haben wir hier nicht eh schon... Hier war ich doch eh schon am gucken. Hier ist der Bahnhof. Ne, hier haben wir was anderes gemacht. Haben wir hier... Was haben wir denn hier letztens gemacht? Moment, jetzt wird es schwierig. Haben wir hier Food hingebracht? Oder Baumaterial? Irgendwas haben wir gemacht. Also hier die ganzen Umleitungen natürlich. Aber die meine ich gar nicht. Oder haben wir jetzt hier schon... ich guck mal. LKW-Gewerbe, LKW-Industrie. Okay, wenn ich jetzt hier gucke wegen Waren. 19%. Haben wir ja schon gemacht. Aha, mit einem Zug... Keine Ahnung. Oder mit den LKWs? Fahren hier LKWs hin? Ja, das ist, wenn man 10.000 Spiele durcheinander spielt. So, Linie. Wir bräuchten nicht Food, sondern... Moment, machen wir diesen mal hier. Tatsächlich. Ach, die Feuerwehrautos. Okay, Herr Eisenberg. Ja, ist ja klar. Das ist noch nicht mal lange her. Also Lüdersburg hat.
Die haben auch. Das war die erste Linie, die wir gemacht haben. Gut, dann würde ich sagen, ganz einfach. Jetzt gibt's Waren für Köln. Und vielleicht sogar hier auch noch für Wien. Die werden auch keine haben. Nein, das kann man aber schön splitten. Nämlich, indem wir im Prinzip hierhin die Waren bringen. Und mit LKWs bringen wir die nach Köln. Und mit LKWs bringen wir die runter nach Wien. Das heißt, wir müssten hier irgendwie in diesen Bahnhof reinkommen. Und das sollte, glaube ich, nicht so ein Riesenproblem sein. Hier unten haben wir schon Gleise. Haben wir ja schon eine Direktverbindung? Nicht, dass jetzt hier auch schon jemand langfährt. Ja doch, die fahren natürlich hier zum Holz. Ja, das ist ja genial, weil da können wir natürlich, da ist er ja der Zug. Da können wir natürlich davon profitieren, dahingehend, dass wir hier irgendwie geradeaus gehen. Oder hier durch den Bahnhof durch, mit einer Kurve da oben rein. Das ist keine große Aufgabe mehr. Und da sieht man jetzt, stimmt das hier? Jetzt hat er nur noch Bretter. Das ist jetzt aber genau nicht, was ich wollte. Kann das sein? Doch, Produkte, Bretter. Passt. Ach, das ist ja auch Bretter Lüdersburg. Doch. Weil hier Bretter Lüdersburg steht, hätte man auch darauf kommen können, dass der Bretter braucht. Ich war wieder beim anderen Zug, der eben fälschlicherweise noch Bretter geladen hatte. Ja, der müsste auch irgendwo sein. Aber den suchen wir jetzt nicht, denn jetzt ist die Zeit vorüber. Ich würde sagen, wir machen Päuschen, machen morgen weiter und dann gibt es ja die Waren für Köln und Wien. Und dann werden wir wieder ein paar Züge haben und ein paar Lastwagen. Danke fürs Zusehen, liebe Freunde. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Und von hier aus sieht man sogar die neu gebaute Autobahn. Danke fürs Zusehen, bis hoffentlich morgen. Macht's gut, tschüss.